Freiflächenangelei hat für mich persönlich auch einen gewissen Zauber. Ich finde es einfach irre spannend, die Fische dabei zu beobachten, wie sie reagieren, wie sie von einem Köder im Idealfall, wenn ich sie am Fressen habe, zum nächsten schwimmen. Ich sehe verschiedene Größen, ich habe einen gewissen Überblick über den Bestand und das ist einfach irre spannend. Und wenn dann der Moment gekommen ist, wo ich entscheide, jetzt lege ich meinen Hakenköder dazu, dann steigt die Spannung schon fast ins Unermessliche. Und ins Unermessliche steigt sie eigentlich dann, ja, wenn der Karpfen die Köder unmittelbar neben meinem Hakenköder einsaugt und ich schon mit einer leichten Gänsehaut und voll angespannt meinen Hakenköder voll im Auge da hochkonzentriert stehe und richtig angespannt bin und weiß genau, jetzt dreht er ab, ich sehe den Fisch und sehe, wie er langsam auf den Köder zugeht, plötzlich das Maul aufgeht, man hört nur noch dieses, wie er einen einsaugt. Das macht für mich den Zauber aus. Karpfen beangle ich an der Oberfläche eigentlich schon ewig. Das war mit einer der ersten Taktiken, wie ich überhaupt Karpfen nachgestellt bin. Was für mich ein Riesenvorteil bei der Oberflächenangelei noch zusätzlich ist, ist die Tatsache, dass man sehr schnell beim Angeln ist. Hier dauert es genau 5 Minuten und ich bin am Angeln. Ich habe eine Rute mit, einen Kescher, einen Eimer mit ein bisschen Futter, eine Tackle-Tasche, wo ich ja meine nötigsten Sachen habe, sollte mal was abreißen oder ich dann doch mal in den Baum werfen oder wie auch immer, dass ich die Montage wieder neu fertigen kann. Ja, eine Karpfenmatte, ein Kescher, also alles, was man für die Fischkehr braucht, was essentiell ist. Aber wie gesagt, ich kann alles am Mann tragen, ich brauche keine Karre, nichts und bin super schnell im Einsatz und genauso schnell auch wieder ja, zu Hause und habe mein Zeug zusammengepackt. Und das ist für mich ein Riesenvorteil, der noch hinzukommt beim Oberflächenangeln. Man ist einfach viel mobiler. Ne? Bevor man einen Karpfen an der Oberfläche fängt, sollte man die Fische aber erstmal zum Fressen animieren. Sprich, es ist deutlich einfacher, einen Karpfen aus einer Schule fressender Karpfen wegzuhaken, als zum Beispiel mit einem Single Hookbait. Einfach deswegen, wenn ich ein Single Hookbait an der Oberfläche anbiete, habe ich schon so oft beobachtet, wie argwöhnisch die Fische dem Köder gegenüber sind, wie vorsichtig die den zigmal prüfen und irgendwann dann doch merken, dass die Sache irgendwo einen Haken hat. Das endet meistens in einem Kolder direkt am Hakenköder und ich fange den Fisch nicht. Und wie hier an dem Gewässer, wo wir jetzt gerade in den Niederlanden sind, ist es nun mal eben so, dass die Fische hier auch sehr oft an der Oberfläche beangelt und auch schon öfters gefangen worden sind. Folglich argwöhnisch sind die, wenn hier Futter ist, und die wissen eigentlich auch, was los ist. Und das A und O ist es dann, die Fische in Futternei zu bekommen. Heißt, ich versuche eigentlich immer bei guten Bedingungen die Fische mit nicht zu wenig Futter ja, erstmal zum Fressen zu animieren. Wenn die ersten 1, 2 Fische dann anfangen zu fressen, hören es meist die anderen, werden aufmerksam, fangen auch an. Und wenn ich dann im Idealfall 5 bis 6 Fische am Fressen habe, ja, dann schieße ich nochmal gut was Futter nach. Wenn nur noch vereinzelt Futterköder an der Oberfläche treiben, dann werfe ich meinen Hakenköder dazu. Und das ist meistens die Taktik, dass sie dann auch ohne Argwohn den Hakenköder aufnehmen und ich den Fisch dann entsprechend auch sicher haken kann. Oberflächenangeln bieten sich hunderte verschiedene Köder an. Man kann eigentlich alles prinzipiell nehmen, was ein Karpfen frisst. Und ja, wie bekannt ist, man sagt ihm ja durchaus nach, ein Karpfen ist ein Wasserschwein und frisst so ziemlich alles. Das ist auch tatsächlich so und an der Oberfläche ist das keine Ausnahme. Essentiell ist einfach nur, es muss fressbar sein und muss schwimmen. Das ist das A und O. Ein bisschen filigraner wird es, wenn dann Bedingungen hinzukommen, wie zum Beispiel man hat Wind, dann kriege ich natürlich eine einfache Brotflocke bei Weipen nicht so weit, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall ist es einfach schwimmendes Hundefutter, was ich ja, mit einer Kelle jetzt hier in Holland anfütter oder in Deutschland auch mit einer Schleuder oder mit einer Spot, wenn es deutlich weitergehen soll, auch kein Problem.
Aber in der Regel fische ich eigentlich immer so in Wurfdistanz, wo ich mit einer Kelle oder Schleuder das Futter einbringen kann. Da sehr gerne mit Hundefutter, das ist günstig. Das hat eine vernünftige, gleichbleibende Form. So, die Fische können sich irgendwo drauf einstellen, hat eine lange Schwimmfähigkeit, hält gut am Haar und hat einfach für mich sehr, sehr viele Vorteile. Und das ist so mein Köder Number One. Im Normalfall reicht es schon, wenn man das Futter ganz standardmäßig aus der Tüte nimmt und so reinschießt. Und die Fische fressen es in der Regel auch. Es gibt aber auch durchaus Tage, wo die Fische doch eher ein bisschen verhaltener sind, ein zickiger. Und dann kann man mit entsprechenden Nachbehandlungen das Futter noch deutlich attraktiver für die Fische machen und so dann doch die Fische noch mehr zum Fressen animieren, weil da einfach entsprechende Aminosäuren in den Attraktoren drin sind, die die Fische dazu verleiten, dann doch stärker zu fressen, mehr zu fressen oder überhaupt erst zu fressen. Wenn es besonders warm ist, so wie jetzt, setze ich sehr gerne Öle ein. Hanföl ist da sicherlich ein Öl, was ich sehr gerne verwende. Hat einen guten Geschmack für die Fische, bietet einen schönen Ölfilm an der Oberfläche, hat zusätzlich den Vorteil, wenn es windig ist, nimmt es die Oberflächenspannung ein Stück weit und glättet den Bereich. Hat jetzt nicht unbedingt den Vorteil, dass ich keinen Schnurbogen habe, aber hat den Vorteil, dass ich meinen Hakenköder sehr gut sehen kann. Und da kommt es auch noch drauf an. Und das ist auf jeden Fall ein sehr guter Attraktor in den wärmeren Monaten. Wenn es ein bisschen kälter ist oder ich noch mehr Attraktion und visuelle Reize bringen will und ein bisschen, ich sage jetzt mal, so einen wolkigen Effekt, dann setze ich auch ganz gerne noch gut zusätzlich ein. Man kann das auch durchaus mischen, spricht auch nichts gegen, heißt ein bisschen Hanfsamenöl über die Köder geben, ein bisschen Gouda dazu, man braucht dann auch gar nicht viel, nur um dem Ganzen noch so ein bisschen extra Kick zu geben. Letztendlich sind der Fantasie da aber keine Grenzen gesetzt. Der nächste, wie ich finde, große Vorteil beim Oberflächenangeln ist sicher auch der, ist absolut kein Hexenwerk. Wie ihr jetzt schon gehört habt, die Taktik ist deutlich simpel und einfach. Futter, kein Hexenwerk, kann man überall im Supermarkt kaufen, auch total simpel und einfach. Und die Montage stellt da sicherlich keine Ausnahme dar. Ich fische eine ganz effe Monohauptschnur, in meinem Fall jetzt hier eine Cruiser Control in 10 Lips, eine 0,30er Monoschnur. Die hat von sich aus schon eine gewisse Neutralität, die fette ich entsprechend ein mit Vaseline, mit einem kleinen Lappen, den ich einfach dann durch den Lappen drehe, die Schnur, dadurch treibt die wunderbar auf. Dann fädle ich die Pose auf die Hauptschnur, am Ende knote ich einfach einen 11er Ringwirbel an und dann ist quasi mein Hauptsetup schon fertig. Ähnlich wie jetzt beim Karpfenangeln, Inline-Bleisystem muss man sich das Ganze vorstellen. Ist eigentlich nichts anderes, nur dass es nicht untergeht wie ein Blei, sondern schwimmt wie eine Pose halt. So, und das Vorfach ist eigentlich nichts anderes wie ein filigranes Knotless Knot F-Stiff Rig. Man fischt ein entsprechend langes Vorfach, also ich fische hier nicht mit Vorfächern von 30 cm oder gar noch kürzer, sondern in der Regel zwischen 1,50 m und 2 m. Das ist so eine Länge, die sich bei mir bewährt hat. Irgendwo in dem Bereich dazwischen sollte es dann idealerweise auch liegen. Als Vorfach ist mein Credo immer so dick wie möglich, so dünn wie nötig. Also wenn ich Gewässer habe, wo ein paar Hindernisse auch drin sind und ich auf große Fische angel, dann brauche ich sicherlich nicht mit einer 0,20er Mono da anfangen. Da ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel zu groß, einen Fisch abzureißen. Aber hier, wo wir so an kleineren Gewässern angeln, nur hier und da eine Seerose drin ist und ansonsten nicht viel Hindernisse und man die Fische auch vernünftig und schön drillen kann, ja, dann gehe ich auf eine sehr, sehr dünne Schnur. Ist in dem Falle eine aus dem Feeder- und Match-Bereich von Guru in dem Fall. Ist eine 0,22er monophile Schnur, die hält knapp 9 Lips, ein bisschen drüber glaube ich sogar noch
und hört sich im ersten Moment sehr dünn und auch nicht viel an, aber im Verhältnis, die Abrisse, die ich damit hatte zu gefangenen Fischen, ist sicher im 0,% Bereich, also sehr, sehr gering. Die Schnur, die hält extrem viel aus, wenngleich sie so dünn ist. Ist letztendlich auch, muss man sich auch noch vorstellen, man fischt ja jetzt Vorfächer, die deutlich länger sind. Dadurch hat die Schnur einen gewissen Stretch, eine gewisse Dehnung, einen Puffereffekt und hält dadurch deutlich mehr aus, als wäre die jetzt nur wie beim normalen Karpfenvorfach, sagen wir mal 20 cm kurz gebunden. Am Ende kommt an die ganze Sache noch ein Haken, logischerweise. Da setze ich einen klassischen Oberflächenhaken aus dem Hause Korda ein, ist in dem Fall ein Mixerhaken. Für mich hat sich da die Größe 8 bewährt. Ich habe auch mit 6ern und 10ern hantiert. Bei 6ern habe ich einfach festgestellt, in Verbindung mit dem Hundefutter waren die zu groß. Die Karpfen haben viel zu oft gemerkt, dass die Sache eben sprichwörtlich einen Haken hat und den Köder ignoriert. Habe ich einen kleineren gefischt, einen 10er-Haken. War der im Verhältnis zu klein für den Köder und ich habe viel zu oft daneben geschlagen. Der Haken hat einfach nicht gegriffen. Wohingegen beim 8er einfach eine gewisse Harmonie da ist und hat sich für mich bewährt hat. So, und den Köder ködere ich ganz simpel an, wie gesagt, ein Haar. Ich fische einen knotenlosen Knoten, bringe ans Ende einen ganz normalen Überhandschlaufe an für einen Boilie-Stopper, ziehe mit einer dünnen Nadel den Köder auf, ja, fixiere den mit einem Boilie-Stopper, gucke, dass ich das Haar sehr kurz halte, dass der Köder möglichst nah am Haken sich auch befindet. Ja, und mehr ist es nicht. Schon ist die Sache fertig. Das Vorfach fette ich vorm Auswurf auch nochmal mit Vaseline ein, dass es schön schwimmt. Und das war's. Kein Hexenwerk, total simpel gehalten und funktioniert sehr, sehr gut für mich.